Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Heute ein Thema, das vielleicht für viele von euch neu ist, weil es eigentlich so nicht an der Tagesordnung war, zumindest nicht in den Medien vordergründig dargelegt oder dargestellt. Ich fange mal anders an. Im Augenblick bin ich wieder in einem Schreibprozess für ein Buch. Es soll ein Ratgeber werden für Schweden. Aussteiger, Auswanderer nach Schweden, warum wir wegsehen, warum, wieso, weshalb. Und ich gehe da wirklich rein ins Detail. Damals, als wir weg sind, im September 21, da war der Hauptgrund einfach mal die Charlie-Sache, diese Mikrobenangelegenheit. Maske auf, Maske ab, Maske auf, das war nicht so unser Ding. Wir waren da gar nicht happy, wir fühlten uns da total eingeengt in unserer Freiheit auch und deswegen sind wir weg. Das war zumindest mal einer der Gründe. Der zweite Grund, das war so irgendwie, ja, Neuland sehen, ein neues Land betreten, neue Horizonte haben. Auf Deutsch, wir hatten einfach mal die Faxen dick. Da gab es aber noch einen dritten Grund und um den geht es heute hauptsächlich. Ich als alter Militär, ich wusste damals schon, dass das zentrale Europa irgendwann Kriegsschauplatz werden würde. Warum sage ich das? Weil eben seit dem Jahr 2014 die Lage zwischen der Ukraine und Russland dramatisch eskalierte. Und irgendwie ahnte ich, dass da was ganz Großes auf uns zukommt. Das Ganze hat sich dann zu Beginn des Jahres 2022 bestätigt. Aber nur in einem kleinen Ausmaß, würde ich sagen. Ich wusste oder ich weiß, dass es noch viel dicker kommen wird. Und der Big Bang, die große Eskalation, würde sich eben in diesem zentralen Europa abspielen. Mit Deutschland in der Mitte. Die mitbetroffenen Randgebiete von diesem Clash würden sein Ungarn, Tschechien, Österreich und natürlich Frankreich. Mein geliebtes Frankreich. Das heißt mit anderen Worten, ich persönlich rechne in naher Zukunft mit einem Big Crash, mit einem Big Clash in Europa. Und das war so hintergründig auch mein Gedanke, warum ich mit meiner Familie Deutschland verlassen wollte. Wir sind jetzt also seit 2 Jahren oben im hohen Norden Schwedens und fühlen uns hier eigentlich in Sicherheit. Was ich persönlich jetzt gut finde, ist, dass Schweden noch nicht der NATO beigetreten ist. Sicherlich werden einige von euch sagen, das ist nur noch eine Frage der Zeit, aber so weit sind wir noch nicht. Man muss dazu sagen, dass es in Schweden seit gut 200 Jahren keine bewaffneten Vorfälle gab. Ich spreche jetzt von Krieg. Schweden hat per se keine Feinde und nein, auch Russland ist kein Feind Schwedens. Auch wenn einige vielleicht das genauso sehen wollen. Das Gleiche, wir haben keine Feinde, konnte man bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch von Deutschland sagen. Aber eben nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Eigentlich wären hier 2 Zeitpunkte erwähnenswert. Der erste Zeitpunkt wäre natürlich die Waffenlieferungen in die Ukraine, die immer noch nicht aufgehört haben. Und den zweiten Zeitpunkt hat unsere Außenministerin Annalena herbeigerufen. Okay, das war jetzt keine Kriegserklärung, aber es war allemal ein bisschen ungeschickt. Weil in Russland wurde das genauso wie gesagt dort aufgenommen. Wenn es die Außenministerin sagt, dann muss ich schon stimmen, ne? So weit, so gut. Jetzt bin ich aber im Internet auf einen Artikel gestoßen, der mich sprachlos lässt. Der Artikel ist nachzulesen in Politico EU und ist nur einige Stunden alt. Hier steht zu lesen. Trump, also Donald Trump, wrote, he'd never help Europe if it's attacked. Das müsst ihr euch mal reinziehen, Freunde. Der Ex-Präsident der USA und vielleicht der zukünftige Präsident der USA, wir wissen es nicht, sagt hier klar und deutlich, wenn es zu einem Krieg in Europa kommt, wird die USA die EU nicht unterstützen. Und schon wären wir mittendrin im Schlamassel. Und warum? Weil wir eben für die Russen Kriegspartei sind. Und weil wir uns, laut Annalena Baerbock, im Krieg mit den Russen befinden. Das heißt auf Deutsch, kommt es zukünftig zu einem Clash in Europa, in Deutschland, gegen die Russen, dann sind sie alle weg, die GIs. Gone with the wind. Ich lese jetzt nochmal einen ganz expliziten Satz aus diesem Artikel vor. You need to understand that if Europe is under attack, we will never come to help you and to support you. Auf Deutsch, wenn Europa militärisch angegriffen wird, von wem auch immer, werden wir euch nicht helfen oder unterstützen. Und das sagte Donald Trump im Jahr 2020 zu
Ursula von der Leyen. Und das Gespräch fand statt im World Economic Forum in Davos. Jetzt haben wir Deutschen in Deutschland also eine Situation, wo wir uns für die Amerikaner ganz weit aus dem Fenster lehnen. Denn die Amis, die Amerikaner ziehen ihren Support für die Ukraine zurück. Automatisch steigt für uns das Zoll und genau auf diesen Zug springen wir auf. Es hat den Anschein, dass wir irgendwann alle weg sind im Support für die Ukraine und die einzigen, die wirklich noch dabei sind, sind wir. Wer wäre dann der einzige Feind Russlands? Wir. Würden uns die Amis dann helfen? Nein. Denn wenn es zum Clash kommt, dann wird es zu einem Zeitpunkt sein, in dem oder an dem, wer Präsident der Vereinigten Staaten ist? Donald Trump. Ganz einfach. Das heißt aber auch, dass die NATO absolut kein fiables oder kein verlässliches Bündnis mehr ist für uns. Und ihr kennt mich, ich habe es oft genug gesagt, wir, Deutschland, wir sollten raus aus der NATO. Wir sollten vielmehr mit unseren europäischen Partnern eine Europa-Armee aufbauen. Jedes Land in Europa sollte seine Armee haben, jedes Land in Europa sollte seine Grenzen haben, Grenzen, die man stark kontrolliert. Und jedes Land in Europa, auch Deutschland, auch wir Deutschen, sollten eine Armee haben zur Landesverteidigung. Nicht zur Expansion nach Irak, nach Afghanistan, in Gazastreifen, ins Mittelmeer, ins Rote Meer. Nein, für die Verteidigung unseres Landes. Basta. Also wir sollten weg von der Idee, unsere Demokratie am Hindukusch verteidigen zu wollen. Das ist Bullshit. Wenn wir schon für Deutschland sterben, okay, aber dann für unsere Interessen und nicht für die Interessen anderer. Aber da braucht es halt in Deutschland Politiker, die da voll hinter der Sache stehen. Und was hat der Trump mal gesagt? America first? Richtig? Der hat da gar nicht mal Unrecht. Weil wenn Deutschland sagen würde, Deutschland first oder Germany first, das wär's doch. Das wär's doch. Wir denken zuerst an uns, an unsere Bedürfnisse und an unsere Bürger, bevor wir irgendwo Kapital ins Ausland verlegen. Zum Beispiel jetzt wieder 8 Milliarden Euro in den Osten, in diesem verdammten Krieg. Ja, liebe Leute, das war's für heute. Morgen melde ich mich wieder zurück bei euch mit den Streiks, mit diesen Bauernaufständen, den man ja so nicht nennen darf. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche uns allen Frieden, Pax, Pace et Salute. Amici Legionär, ich bin da mal weg. Euer Thomas Gerst. Bye, bye. Turn around, run around, following my feelings crazy, narrow bound, searching for brothers in turning round, 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 following my feelings crazy, narrow bound. Here we are, here you are, here I am, moving towards invincibility.